Zerlegen wir die Zahl 32 in ihre Primfaktoren. Die 32, die ergibt sich zum Beispiel aus 8 mal die 4. Die Überlegung lässt sich die 8 nochmal zerlegen, natürlich, und zwar in 2 mal 4. Die 4 wiederum, die lässt sich zerlegen in 2 mal 2. Schauen wir uns die Zahlen an. Die 2, die lässt sich nicht mehr weiter zerlegen, denn die 2 ist natürlich eine Primzahl. Das heißt, die notieren wir uns einfach wieder. Die 4 hingegen, klar, selbes Spiel wie hier oben, die lässt sich wieder zerlegen in 2 mal 2. Und die 2, die lässt sich nicht mehr zerlegen und somit wären wir hier fertig. Das bedeutet, die 32 wäre somit in ihre Primfaktoren zerlegt.